Gino Windmüller ist bei uns. 2-1 gegen den SC Verl. Das letzte Spiel in diesem Jahr haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Würdest du auch sagen, zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten, zumindest vom Ergebnis her? Ja, vom Ergebnis unterschiedlich, weil wir die erste Halbzeit haben wir gewonnen, zweite haben wir verloren. Unser Problem war, in der ersten Halbzeit kann ich schon auf 2-0 stellen. In der zweiten Halbzeit standen wir zu offen dafür, dass wir geführt haben. Dann haben wir das Spiel irgendwann zu selten in deren Hälfte verlagert. Die langen Bälle von dem waren wirklich eklig. Er macht ja auch fast jeden Ball da vorne drin fest. Dann war das Spiel zu oft in unserer Hälfte und haben dann zwei Tore kassiert. Ich sage, das erste ist unglücklich. Der springt ein Longo irgendwie gegen die Hacke nochmal. Der hat den eigentlich schon dreimal. Ja, passiert. Und das zweite sollte uns so nicht passieren. Ist leider passiert. Wir haben nochmal alles nach vorne geschmissen, auch wenn es nicht so gut aussah. War schwer zu spielen. Also deswegen muss man auch mal sagen, Platz war jetzt nicht so zu unseren Gunsten. Aber gut, passiert. Und dann hoffen wir, dass es trotzdem ein halbwegs versöhnlicher Abschluss war. Ja, in der zweiten Hälfte. Ja. Ja klar, in der zweiten Hälfte hat man gemerkt, Verl war irgendwie ein bisschen anders nach ungefähr 10 Minuten, 55 Minuten, ganz anders in den Zweikämpfen mit drin. Haben vielleicht nochmal die 10%, die sie in der ersten Hälfte vielleicht nicht so haben stehen lassen. Da waren sie dann auf einmal in den Zweikämpfen drin. Für mich waren die in der ersten Halbzeit auch in den Zweikämpfen. Aber wir irgendwie ein Stückchen besser. Die haben halt alles gefoult, was rumgelaufen ist, ne? Muss man auch mal sagen. Ja, ich finde nicht, dass wir uns in der zweiten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen haben. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass wir zu offen waren. Wir haben es eigentlich in der Halbzeit angesprochen, dass wir es nicht so machen wollten. Haben es leider dann so reingespielt. Das ist manchmal leider so im Spiel. Hätten wir besser erkennen müssen. So haben wir zwei Tore kassiert und konnten es nicht mehr regeln am Ende. Okay, vielen Dank, Gino Windmüller. Schöne Weihnachtszeit nach dieser Analyse. Genau, auch an alle Fans. Schöne Weihnachtstage. Ne? Scheißspiel am Ende, aber ich hoffe, dass ihr das Essensspiel noch im Kopf habt, dann hat man ein bisschen bessere Weihnachten. Kevin Hagemann ist bei uns. Kevin, Gino hat gerade sehr ausführlich das Spiel analysiert, hat die zweite Halbzeit so ein bisschen als Knackpunkt angesprochen. Würdest du das genauso sehen? Ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber bestimmt das Richtige. Ich sehe es so, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich gut gespielt haben und auch verdient in Führung gegangen sind und hinten raus dann mit dem Gegentor einfach die Kontrolle auch verloren haben. Hast du recht. Warum passiert das? Also gerade jetzt so vielleicht für die Fans, warum passiert das, dass man diese Kontrolle dann in dem Moment verliert? Ja, es sollte nicht passieren, das ist klar, das wissen wir aber auch ganz genau. Und wenn es dann passiert, dann kannst du es meistens auch ein Stück weit manchmal nicht beeinflussen oder sowas. Dinge, die vorher gelingen, sag ich mal, wenn du in Führung gehst, die gelingen dann vielleicht auch nicht mehr und dann nimmt so ein Verlauf halt ein bisschen, eine unglückliche Form an, ja. Zweite Hälfte, Verl irgendwie ein bisschen anderes Spiel daraus gemacht. Gino hat vor allem die Fouls zum Beispiel auch noch angesprochen oder die harten Zweikämpfe, die geführt worden sind. Du hast da auch ein, zwei Mal ordentlich was auf die Knochen gekriegt. Wirst du das auch so ein bisschen als ausschlaggebender Punkt sehen? Ja, es war ein ruppiges Spiel, würde ich sagen. Ne? Aber dann würde ich auch sagen, in beide Richtungen irgendwie. Und ich denke mal, an den Fouls brauchen wir es dann nicht festmachen am Ende des Tages. Aber gut, wir hätten es nicht verlieren dürfen und das ist das Fazit des Tages. Ja. Die Platzverhältnisse jetzt auch nichts, was, sag ich mal, jetzt für Techniker wie dich eher gut kommt, oder? Ja, du musst ja mit jedem Platz irgendwie klarkommen und ich fand für heute, also oder auch für die Wetterlage war es eigentlich ein außerordentlich guter Platz. Insofern waren eigentlich die, Formalitäten gegeben, um hier zu gewinnen. Ja. Schauen wir kurz auf morgen. Die U19 tritt hier auch an im Stadion. Wir haben gerade schon kurz gesprochen. Du bist auch da. Schaust dir das Spiel an. Was erwartest du morgen bei dem U19-Spiel? Ja, wenn wir mal einfach die Spiele rückblickend sehen, der A-Jugend im Pokal, kann man sehr, sehr viel erwarten. Und ich freue mich einfach nur aufs Spiel, weil ich glaube, die sind imstande, Großes zu leisten. Und ich freue mich einfach, morgen gucken zu kommen. Dann schauen wir uns das Spiel gemeinsam an. Vielen Dank, Kevin Hagemann. Gerne.